Ja, hallo und herzlich willkommen bei Underdog Games. Heute ein Astro Colony kurzes Tipps und Tricks Video. Es geht darum, ich fuchse mich hier gerade ein, um euch auch was Schönes zeigen zu können und ein bisschen das Spiel zu verstehen und zu kopieren. Und dann ist mir ein Fehler passiert, und zwar habe ich hier den Kohlegenerator direkt an den Sauerstoffgenerator geflanscht und ich kann jetzt kein Kabel mehr herausführen, um das da anzuschließen. Ja, Problematik ist, ich kann das nicht abbauen, ich kann es nicht kaputt hacken, ich krieg's nicht weg. Und ich habe jetzt ewig gesucht und habe jetzt nochmal neu angefangen, um das auch mal so zu zeigen. Es ist ganz einfach, im Skillbaum ist eine Funktion drin, Technologie, die heißt Zerstörung. Die Zerstörung skill ich jetzt mit meinen 5 Punkten, die ich habe, 3 Punkte kostet, klatsch, die Zerstörung habe ich geskillt. Die Zerstörung ist nicht die Zerstörung, wie wir das so kennen, denken, sondern wir saugen quasi die Geräte damit ein. Den R-Button, nicht? Also R für R-Button. Dann können wir das Ding drehen. Das heißt, ich könnte es schon mal so drehen und könnte es hier rausführen und da anschließen. Würde funktionieren. Genauso gut kann ich aber auch Control gedrückt halten und rechts klicken. Dann sauge ich das Ding ein. Und jetzt passt mal auf, wenn ich jetzt das Ding neu baue, hier den Kohlegenerator, ich setze ihn hinten hin, wir gucken mal ins Inventar. Wir haben 6 Eisenbarren. Der Kohlegenerator kostet 3 und ich baue ihn jetzt hier hin. Machen wir mal schön dahin. So, bam. Jetzt gucken wir mal ins Inventar rein. Und da sehen wir immer noch 6. Also wir haben keinen einen verbraucht. Jetzt baue ich mal noch einen hin. Bam. Jetzt gucke ich rein. Jetzt habe ich 3 verbraucht. Und noch einen. Jetzt habe ich keine Eisenbarren mehr. So, jetzt recycle ich die. Also ich zerstöre sie bzw. sauge sie ein. 1. Also Kontrolle gedrückt halten, rechter Mausknopf, 2, 3. Und jetzt gucke ich in mein Inventar rein und habe ich immer noch keine Eisenbarren. Das heißt, warum recyceln die denn nicht? Warum habe ich die nicht übrig? Das ist eigentlich ganz einfach. Also, das heißt, wenn wir jetzt hier die Maus nochmal aktivieren und gehen mal da unten auf den Kohlegenerator, sehen wir, wir haben kein Eisen. Wenn ich jetzt draufklicke, um ihn zu bauen, sieht man hier unten diese kleine Recycling-Zeichen mit 3 Einheiten. Das heißt, ich habe 3 von den Kohlenstoffgeneratoren oder Reaktoren eingebaut, also eingesaugt, und kann die jetzt auch wieder genauso gut hier platzieren. Ne? 1, kostet mich nichts, ich habe keine Materialien. 2, kostet mich auch nichts. Und Nummer 3. Bis man das kapiert hat, dauert ein bisschen. Zumindest dauert es bei mir ein bisschen. Und das war mal so schnell einfach rausgehauen. Vielleicht wissen es schon viele. Ich wusste es nicht. Deshalb hier ein kurzes Video. Für weitere Videos oder eins meiner 160 anderen Spiele, Tipps und Tricks etc. Videos, würde ich mich über ein Abo freuen, weil dann könnt ihr nämlich alle sehen und könnt mich verfolgen und am Fenster stehen und reingucken und so weiter und so weiter. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.